Moin moin und herzlich willkommen, ich wäre fast gestorben, The New Zealand Story, The New Zealand Story. Wir sind ein kleiner Kiwi, der seine Geschwister retten möchte, oder andere Kiwis, ob es alles Geschwister sind, wissen wir ehrlich gesagt nicht. Jedenfalls andere Kiwis, die wurden nämlich alle von einem Walross entführt, das ist doch ganz logisch, ne? So. Und jetzt gucken wir mal, dass wir dieses Level schaffen. Das ist das zweite Level der zweiten Welt. Und es gibt hier eine etwas knifflige Stelle. Und ich möchte da eigentlich kein Leben verlieren. Es geht darum, so einen Ballon zu schnappen. Ja. Das ist ein bisschen verbuggt gerade. Der ist verbuggt, sehr schön. Dann kann man nämlich einfach hier ran. Und irgendwie sollte das gehen, dass ich... Hä? Wieso geht das nicht? Ha! Hat geklappt. Ich wollte gerade sagen, muss doch gehen. Aber wir kommen weiter! Ich sagte gerade, wir kommen weiter. Das ist doch ein Grund zu speichern. So. Nur ein bisschen aufpassen, dass die Zeit halt noch ausreicht. Weil das Spiel geht nach Zeit tatsächlich. Also ich habe es, glaube ich, auch einmal schon gesehen. Das ist dann, ja, da stand da Hurry Up. Und irgendwann kommt was Fieses, glaube ich. Gott. Aus dem Weg hier. Ich habe irgendwas eingesammelt, was dieses Geräusch gerade verursacht hat. Ich weiß auch nicht, was das war. Sieht aus wie eine Streichholzschachtel. Was das für eine Auswirkung hatte, ich weiß es nicht. Ich glaube, da komme ich nicht so gut hin. Oh, fuck, du. Das war nicht gut. Laden. Wir sind ja jetzt ein Stück weitergekommen. Das ist schon mal gut. Das freut mich. Und direkt zu Beginn eines Parts, das bedeutet... Wir haben Fortschritt erzielt. So. Und das ist ja auch das Schöne. Ich behalte natürlich meinen Schuss, wenn ich einfach so den Speicherstand lade. Das ist gut. Ach ja, ich glaube, was beim Laser halt auch anders ist als bei den anderen Waffen, er kann halt durch Wände durchschießen. Ja, also ja, habt ihr gerade gesehen? Der hat nach links auch durchgeschossen. Das macht der Pfeil mit Pfeil und Bogen nicht. So, jetzt will ich hoffen, dass ich hier irgendwie nochmal durchkomme, so langsam. Soll ich einfach mal hier runterspringen? Ich weiß nicht, was da unten ist. Okay, ist es sicher. Da ist ein N! Oh, schade, jetzt komme ich da nicht... Ach, Kevin, das Schnappvater! Ihr versteht schon, was ich meine. Weil das N fehlt uns doch für unser Extend-Wort. Dann gibt es halt ein Leben. Ich glaube, dass das echt eine gute Sache ist, dass wir halt diese Speicherfunktion haben. Dann haben wir natürlich viele... Versuche teilweise und so und vielleicht nervige Stellen, aber wir kommen wirklich voran und ich glaube, das ist so ein Bonuspunkt. Ich könnte das Spiel theoretisch durchspielen. Ja, wir kriegen das Ende, sehr gut. Was ist das denn? Ach! Das ist ja auch eine Anspielung an Bubble Bobble. Das war praktisch so eine Flasche. Bei Bubble Bobble würde das bedeuten, dass man ja so Sachen einsammeln kann und dafür Bonuspunkte kriegt. Und hier seht ihr unten übrigens eine Sauerstoffleiste. Und man muss dann praktisch hier so ein bisschen Luft holen und dann füllt die sich wieder auf. Und dann kann man weiter schwimmen. Und so eine Schwimmpassage wird es noch öfter geben in diesem Spiel. Ja, ja. Aber wir haben es jetzt geschafft. Guckt mal. Also ich muss jetzt natürlich den Sprung noch schaffen. Das klingt jetzt echt doof, ne? Aber ich speichere das nochmal ab, weil das echt beschissen sein kann. Moment, ich mach Speichern gerade, ne? Ja, okay, gut. Manchmal springt man und dann komme ich trotzdem gegen die Zacken. Hat geklappt, okay. Gut. Sehr schön. Aber jetzt werde ich tatsächlich doch nochmal speichern, weil jetzt haben wir ein neues Level. Sehr schön. Wir kommen voran. Das ist das dritte jetzt? Das dritte der zweiten Welt. Wir kommen weiter. Okay, wow. Ich hätte schon ganz gerne jetzt einen neuen Schuss. Das habe ich nicht kommen sehen. Das habe ich nicht kommen sehen, dass da auf einmal diese, ich nenne sie immer Füchse, auftauchen. Dann gehe ich mal gucken, ob es hier was Besseres gibt, wenn ich hier lang gehe. Nö, auch nicht. Okay, wow. Jetzt muss ich hinterherlatschen, das ist auch nervig, ne? Ach!
Okay, jetzt haben wir gerade zumindest gesehen, dass wenn die ins Wasser fallen, dass die sterben. Die können nicht schwimmen, die Gegner. Sehr schön. Ist hier eigentlich was? Nö. Ja, es ist natürlich jetzt echt ein bisschen nervig, dass ich den hinterher dackeln muss, aber gut. Okay, ein neues... Ach, ein weiteres E. Ach genau, wir können ja sogar aus dem Wasser heraus dann schießen. Das wusste ich ja gar nicht mehr. Ja. Oh, ja genau. Wir brauchen irgendwas, das wollte ich gerade sagen, um rauszukommen. Weil wir können nur auf einer ebenen Fläche quasi... ja, wie soll ich es erklären? Ja, sehr gut. Aus dem Wasser herauskommen. Also wieder so eine Anhöhe ist, schafft das Küken nicht. Und der Kiwi. Ich sag schon wieder Küken. Einmal das. Ach, ich bin aber auch zu dusselig, ne? Manchmal bin ich einfach ein bisschen... Ja, zu ungestüm, würde ich jetzt sagen. Ja, dann warte ich halt eben kurz ab. Oh, habt ihr gerade gesehen? Ich habe gerade ein Leben dazu bekommen. Sehr gut. Ich bin einfach hier hoch. Jetzt bin ich zu hoch geflogen. Okay. Aber man muss sich halt auch immer den kürzesten Weg suchen und am besten den ungefährlichsten auch, ne? Das ist klar. Es gibt immer viele Wege in diesem Level. Das ist wahr. Und jetzt habe ich nicht einen einzigen getroffen. Das war gerade doof. So. Komm du noch mal her. Perfekt. Nein. Oh. Weg da. Sehr gut. Okay. Die Stelle ist geschafft. Ich würde das tatsächlich einmal kurz speichern. Ich darf nicht speichern? Doch, darf ich wohl. Sehr schön. Okay. Was kommt jetzt? Erstmal gucken, was hier... Ah, er wieder. Wow. Ja, etwas knifflige Stelle hier. Okay, wir sind aber durch. Sehr schön. So, was machen wir jetzt hier? Ah, ich wollte gerade sagen, ich muss ja irgendwie eine Flugmöglichkeit hier haben. Haben wir jetzt auch gekriegt. So, die machen wir eben alle weg. Oh Gott, das ist aber... Oh, ich weiß halt nicht, wo es lang geht. Na ja, gut, ja. Okay. Na? Ah, scheiße, ich brauche das Viech. Die machen wir mal tot. Ach komm, ich wollte mich an dich ranhängen. Das wollte er nicht. Sowas. Das wollte er nicht. Das war auch doof, ne? Ich bin direkt in den... Ja, gut, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der im Flug umdreht, tatsächlich. Ach, Menno. Jetzt habe ich wenigstens alle getroffen. Man muss es auswendig lernen. Und das ist halt das Problem, dass man die Gelegenheit zum auswendig lernen bei der normalen Amiga-Konsole gar nicht hat. Weil das da alles viel zu schnell geht. So. Aha. So, einen von euch brauche ich. Danke. Oh. Oh. Sehr geil, wir meinen. Haha. Wir haben ein E gekriegt und damit ein Leben. Das ist schlecht, wenn wir die auf den Fersen haben, ehrlich gesagt. Ach, das ist doch nicht wahr. Die blöde Eule auf ihrer Gans. Das hört sich doof an, ne? Aber es ist... Für mich sieht sie jedenfalls so aus wie eine Eule auf einer Gans. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Okay. Wow. Ja, komm, dann machen wir das so. Geht auch. Ja, das war das. Eigentlich wollte ich ja gerade einen anderen Buchstaben. Habe ich nicht eben wieder einen anderen Buchstaben gekriegt? Ach, komm. Ich habe das sonst immer den ersten bekommen. Das ist... Ha!
Ah, ja. Diese Pixel genau, also diese Sprünge, das geht tatsächlich, das habe ich wesentlich schwieriger in Erinnerung. Ich glaube, das war aber mit dem damaligen Controller auch nicht so einfach. Also, so einfach ist es dann auch nicht, aber es war noch einfacher. Schwieriger, so, nicht einfacher. So, der kann weg, genau. Und jetzt muss ich hier am besten einen unten dran springen, von diesem hier. Komm mal her. Ja, komm, bisschen dichter. Bisschen dichter, bitte. Ich komme hier so nicht raus. Ihr müsst schon näher kommen. Oh. Muss ich jetzt echt so eine... Na, die bringt mir ja nichts, die Ente. Du musst... Einer von euch muss hierher kommen. Leute. Das ist gerade ein bisschen nervig, ne? Der kommt aber auch nicht... Ja! Ja, komm doch mal... Komm doch mal hier rein! Ja! Noch ein Stück. Das geht alles von meiner Zeit ab. So, da müsste ich jetzt aber rankommen. Ja, danke. Okay. Jetzt haben sich da 20.000 mittlerweile angesammelt gehabt. Das war natürlich ein bisschen viel. Ah. Es muss halt auch alles passen, so vom Timing her und so, ne? Das ist schlimm. Ach, jetzt war das... Ja, richtig, die... Jetzt waren diese komischen Fledermäuse schon da und haben ihre komischen Pfeilspitzen geschmissen. Sehr schön. Den habe ich jetzt total ignoriert. Ja, auch das. Konzentration, Alex. Komm. So, der ist schon mal weg. Ich warte jetzt. Ich schieße die einfach mal alle ab. Vielleicht, ja, gut, da kriege ich auch Sachen, ne? Theoretisch kann man sich ja mit... Du warst doch schon lange weg. Da war noch eine Pfeilspitze da. Oh. Mit den Gegnern kann man sich ja theoretisch... Warte mal. Ich lasse sie sich einfach ein bisschen vermehren. Ja. Ja, gibt ja ein bisschen was, ne? Ach, der kommt auch nochmal neu. Oh Gott. Das wusste ich jetzt nicht. Naja, das Problem ist, dass es jetzt alles wieder Zeit kostet. Ohne Ende. Nein. Nee, also egal was jetzt passiert, das werde ich auf keinen Fall speichern, weil ich jetzt richtig Zeit verplemper. Jetzt habe ich auch noch Bomben gekriegt. Es ist gerade... Ich bin echt zu doof gerade, ne? Ich bin gerade echt zu dämlich. Ich schaffe es nicht! Ich schaffe es nicht mehr da hochzuspringen. Ich habe vor nicht einer Minute, glaube ich, sogar gesagt, oh, diese Pixelsprünge, die sind gar nicht das Problem. Nein. So, jetzt aber. Durch hier. Da trifft die mich, obwohl ich so overpowered bin mit den ganzen Bomben, die ich da schieße. Und die macht einen Wurf, bin tot. Ach so, ja, wollte ich gar nicht so. Okay. Es ist unfassbar. Es ist gerade unfassbar. Ist kein schönes Level. Also, ja, eigentlich... Ja, es geht. Also, die, ich kenne ich dieses Level sogar noch. Wahrscheinlich ist es mir so gut in Erinnerung, weil es halt so beschissen zu spielen ist. Okay. Kann doch nicht sein, dass das so schwer ist, sich hier nicht treffen zu lassen. So. Ich hab's im Sprung, hab ich's gesehen, dass der mich gleich trifft mit seinem blöden Pfeil. War ja auch irgendwie abzusehen, ne? So. Okay. So, ganz in Ruhe hier, ganz in Ruhe. Du hast alle Zeit der Welt, Alex. Guck mal, jetzt bin ich hier mal vernünftig lang gekommen. So, wie, die ersten Versuche haben ja alle so wunderbar geklappt, ne? Und danach gar nicht mehr. So, jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Diese blöde Ente muss erstmal weg. Ich kann wahrscheinlich, ich kann die nicht mitnehmen, die Dinge, ne? Das ist echt so ein bisschen das Problem. Ja, das ist echt ein Problem.
versuche mal eben was. Ich glaube nicht, dass es klappt, aber ich muss es ja probieren. Gib mir mal die Ente. Ah, das geht! Okay, das geht. Ich habe nichts gesagt. Muss ich jetzt runter oder muss ich hoch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt... Oh Gott! Ah, anscheinend muss ich runter. Ach so, nee, das will ich nicht. Obwohl... Wir sind eigentlich durch, ne? Ach komm, wir versuchen es. Ich versuche es einfach. Ich will mal Fortschritt erzielen. Wir haben ja immer noch ein Leben in petto. Ach so, ich brauche was zum Fliegen. Scheiße. Oder komme ich da so lang? Ja doch. Einfach versuchen. Wir versuchen es einfach. Ah, da können wir nochmal Luft holen. Sollte reichen. Wir haben es geschafft. Komm, wir haben es geschafft. Und wir haben noch ein Leben in petto. Das heißt, wir speichern das jetzt auf jeden Fall ab. Sehr gut. Wir wollen ja auch mal Fortschritt erzielen, ne? Und nicht immer die ganze Zeit jetzt an einem Level hängen bleiben. Das können wir überschreiben. Wir sind jetzt, oh ja, das ist das letzte Level der zweiten Welt. Oh Gott, und das ist... Ja, das kenne ich noch. Oh Gott, ist das scheiße. Genau deswegen. Oh Gott, das wird ganz lustig, Leute. Das wird richtig lustig. Oh. Ja. Erstmal hier die Gegner wegmachen. So. Ich glaube, da kann ich an der Seite... Ja. Okay. So, gut. Bis hier ist alles okay. Ich weiß halt gerade nicht, was alles schießt. Der schießt noch. Ja, wenn man es ein bisschen sich anguckt, geht's vielleicht, aber... Oh. Oh, der geht schnell. Scheiße. Ach, oh Gott, wir haben es bis hierhin geschafft. Moment mal, wir haben ja die Möglichkeit, ich Idiot. Wollen wir gar keine Sorgen machen, wir können ja speichern. Ach Gott, der Mini-Amiga ist toll. So, jetzt kommen wir hier durch. Was kommt jetzt hier alles, ist die Frage. Machen wir mal platt. War das eine gute Idee, den Platz zu machen? Okay. Gib mir mal dein Gefährt, danke. Muss ich ins Wasser? Wahrscheinlich, ne? Geh jetzt mal hier runter und nicht links. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Ah, ihr seht, links wäre scheiße gewesen. Da ist nämlich so ein komisches Viech. Okay. Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Weiß ich wirklich nicht. Oh Gott. Ich hoffe, ich mache das richtig. Na, zumindest komme ich hier raus. Ich ertrinke nicht. Das ist schon mal was. Ja. Das habe ich befürchtet. Vielleicht hätte ich speichern sollen. Okay. Nochmal das Ganze. Ich lasse ihn einfach mal leben jetzt und hol mir jetzt sein Gefährt. Dankeschön. Ach ja, ich habe ja meine Bomben noch. Cool. Oh. Okay. Okay. Komm her. Im Prinzip ist es eigentlich wurscht, ob wir eine Gans haben oder dieses Ding. Ich glaube, die steuern sich tatsächlich beide gleich beschissen. Bin mir nicht ganz sicher. Mein Gott, ist hier was los. Die nehme ich noch mit. Ah, das war die Gefahr. Oh, wir haben sogar eine Uhr eingesammelt, okay. Aber Sauerstoff brauche ich trotzdem, auch wenn die Zeit anhält. Soll ich den gleichen Weg nochmal nehmen oder soll ich da oben lang gehen? Ich mache den gleichen Weg nochmal. War das jetzt... Wenn ich jetzt den gleichen Weg nehme, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Ich mache einfach einen zweiten Speicherstand. Ich habe Angst, dass ich vielleicht den falschen Weg gegangen bin und sonst würde ich es mir halt verbauen. Oh Gott, ja. Boah, war das mies. Der war mies. Der war echt mies. Toll. Ich brauche was zum Fliegen. Ha! Anscheinend war das der falsche Weg. Nee, wir sind ja da. Ah, den kenne ich nicht. Was macht der? Ich habe ihn. Okay, der war simpel. Ich kannte den nicht. Wir haben einen neuen Boss besiegt. Ich muss speichern. Wow.
Ich war noch nie so weit. Also an den Boss könnte ich mich, glaube ich, erinnern. Wir waren noch nie so weit. Also ich noch nicht. Geil. Wir haben die zweite Welt geschafft. Wir kommen, also die Hälfte des Spiels. Nee, Quatsch, die Hälfte des Spiels ist nicht durch, in der fünf Welten. Oh Gott, was ist das denn? Das kenne ich ja gar nicht. Sorry, wenn ich gerade so überdreht klinge, aber das ist halt alles komplett Neuland für mich. Das ist jetzt, also ab jetzt ist definitiv alles blind. Okay, wo will ich denn jetzt, was ist das denn? Was ist das? Das sind ja alles ganz kranke Gegner, die ich gar nicht kenne. Sorry, ich bin gerade, ich bin gerade ein bisschen überwältigt. Wow, so weit war ich noch nie. Okay. Okay, hier hoch, geh hier hoch. Okay. Ja, das geht eigentlich ganz gut hier, ne? Das sieht komisch aus, das Viech. Sieht aus wie so eine Made oder so, ne? Oh, oh, oh. Ja, ganz toll. Wie mies war das denn? Okay. Na gut. Ja. Ist echt interessant. Ich glaube, ich mache hier nochmal eine Speicherung, weil sonst müssen wir uns den Fall die ganze Zeit immer angucken. Ich gehe davon aus, dass ich noch ein paar Mal sterben werde. So. Okay. Dann machen wir jetzt ab hier. Also wir können auch. Ah, ich sehe gerade, wir können auch unten lang gehen, aber. Ich gehe erstmal hier lang. Bis hierhin ist ja alles okay, denke ich. Ich gehe jetzt mal nicht in der Mitte lang, weil das war jetzt gerade doof mit dem Eulenviech da. Ach, da ist er ja schon! Ha. Kann ich da hochschwimmen? Nee. Okay, ich brauche so ein Viech. Kommt da noch mal einer? Ich hoffe. Kommt da jetzt keiner mehr, oder was? Weil ich den Tod geschossen habe? Mach doch keinen Scheiß. Ich kann durch die Wand einfach noch höher springen. Da muss ja mehr gesagt werden, ne? Ja, danke. Das war ja wieder sehr, sehr nett. Jetzt wird das Spiel auch noch ein Arsch. Also gut, ich könnte natürlich da unten mal gucken, was da ist. Ja, aber... Oh, das war jetzt doof, ja. Aber nee, ich glaube, dass oben der richtige Weg ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung jetzt gerade. Oh, ich mache mal alle weg. So. Okay. Da ist auf jeden Fall ein großer... Da, ja, da war das Küken. Und da ist ein großer freier Bereich anscheinend zum Fliegen auch. Ja, dann mache ich die einfach wieder platt. Wenn ich ja weiß, dass ich da jetzt einfach so hoch kann. Okay. Sehr interessant. Ach, jetzt habe ich es vergessen. Es gibt's nicht, ich habe es vergessen. Ich habe es vergessen. Aber ganz ehrlich, wie mache ich das denn? Wie weiche ich denn denen aus? Ja gut, ich kann ja schießen, ne? Ich kann ja den Wasserstrahl schießen. Oh, oh, Laserkanone. Die nehme ich mit. Könnte vielleicht die Rettung sein. Ja. Schlecht. Okay. Das kann man auch machen. Interessant. Ja. Ja, mal gucken. Oder kann ich einfach drunter durchtauchen? Kann ich. Okay. Sehr gut. Oh. Nein. Ich wollte mir doch nur so ein Gefährt schnappen. Arg. Okay. Okay. Ja, ich muss es lernen. Ich muss es lernen. Ich kenne das nicht. Haben die jetzt die Laserpistole fallen lassen? Haben sie. Gut. Ist ja auch ganz logisch, ein Kiwi, der mit Laserpistolen schießt oder mit Bomben wirft oder... Ja, alles normal. Bei dem, der da gefangen ist, da sieht man auch so einen krummen Schnabel. Da könnte man vielleicht erahnen, dass es ein Kiwi darstellen soll. Aber ich habe früher einfach immer nur gedacht, das wäre ein ganz normales Küken und gut. Aber ich werde jetzt hier wieder unten am Rand entlang tauchen, genau. Und dann die jetzt hier töten. Gut. Und jetzt ist für die Frage.
so einfach jetzt hier durchzukommen. Ich weiß nicht. Gott. Weg. Oh, da war so ein scheiß Fuchs. Der hat mich von unten einfach angesprungen. Das ist doch... Das ist doch nicht... Ach. Okay, wir kriegen jedes Mal die Laserkanone hier. Das ist gut. Das hat jetzt zwar gerade überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun, aber ich kann es ja kurz erwähnen. Ich habe gestern Abend im Kino den neuen Ghostbusters-Film geguckt, Frozen Empire. Sehr geil, kann ich nur weiterempfehlen. Das war nicht so gut. Knüpft nahtlos an den Vorgänger an. Den fand ich grandios. Also das, den von 2020, glaube ich, oder 21? Ich glaube 20. Das war ein richtig, richtig guter. Und der hier war auch gut. Also nicht ganz so gut fand ich jetzt wie der neue, also der damalige. Jetzt bin ich hier. Ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich probiere einen Weg aus. Ne? Ich habe keine Ahnung, was hier kommt. Okay. Man kann ja mal gucken, was hier so ist, ne? Ab, ja, ab ist left. Da kann ich ja nicht durch. Wie komme ich denn da hin? Ah, okay. Okay. Ich glaube, dass der Weg tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Oh. Ich glaube, dass der Weg gar nicht so schlecht ist, da unten lang. Ich probiere das mal. Könnte einfacher sein. So. Ja, sehr gut. Also bis hierhin ist das hier gar nicht so verkehrt. Ich könnte ja das ganze Obst auch mal einsammeln, aber... Oh, nee, die sind scheiße. War hier nicht das Küken? Warte mal. Ja, es ist... Ha! Geil! Level geschafft. Das geht jetzt ja schneller als gedacht. Speichern. Das war jetzt gut. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Also, ja, manchmal auch eine andere Taktik ausprobieren. Wie gesagt, viele Wege führen hier zum Ziel. Das ist aber optisch eigentlich ganz hübsch hier, finde ich. Also ich kenne diese Umgebung halt überhaupt nicht. Danke. Ich wollte gerade sagen, wo geht's denn weiter? Ab. Ab ist immer gut. Ah, die finde ich gruselig, die Viecher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt gehe ich, weiß ich nicht, wo lang. Ja, komm mal her. Das ist eklig, das Viech. Ich mag das Viech nicht. Es soll weggehen. Ah, okay. Gut, ja, erstmal Level kennenlernen, gucken, was ist hier los, ne? Aber, ja, ich glaube, das war bisher auch ein linearer Weg. Ach, das war zu hoch, scheiße. Die sieht auch irgendwie gruselig aus, diese Made, ne? Also diese Made, die am Ballon hängt, ich weiß nicht. Die verfolgt einen auch ganz komisch. Du. Oder kann ich auch hier links irgendwo lang? Ah! Ich glaube, wenn ich... Das ist so schon ganz gut. Ich weiß es halt nicht, wo ich hier lang... Ich gehe jetzt in den hier... Nein! Oh, das ist ein... Da wäre ein N. Da war ein X. Okay. Ja, toll. Jetzt kommt dieses komische... Ja, das Viech hat mich einfach nur... Alter, da hat man ja voll verkackt, wenn ein das Viech verfolgt. Puh. Also am besten direkt abschießen. Oder halt nicht in der Quere kommen, ne? Lass jetzt mal 4 kommen. Okay, komm. Ja, sein könnte, dass noch was Besseres kommt. Diese Musik, ne? Die Musik macht einen schon dezent wahnsinnig. Ich versuch's nochmal hier. Ich glaube, der Weg ist am besten, ne? Zumindest kommt dieses andere Viech dann gar nicht gespawnt. Ja, der ist natürlich scheiße. Aber dann kommt das Viech nicht gespawnt. Ich kriege auch nicht die ganzen Buchstaben. Aber ich bin auch nicht so auf die Buchstaben angewiesen, da ich ja speichern kann. Von daher...
Okay, der kann mich anscheinend aber auch nicht durch die Wand töten. Sehr nett. Dann gehe ich wieder hier lang, ne? Das war schon ganz gut eben. Ich muss jetzt nur bei dem einen Typen hier aufpassen. Bei dem. Ne, der war das gar nicht. Der war's. Ja, ja. Okay. Was habe ich die? Hier ist eine Sackgasse. Scheiße. Dann komme ich ja gar nicht weiter. So ein Mist, 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 Mist. Werde ich nicht speichern, weil das Zeit gefressen hat. Hier runter bitte. Hallo. Oh, ich kam nicht mit dem Viech runter. Okay, ich habe ein neues Gefährt. Hier ist auch falsch. Scheiße.